Jo Leute, was geht? Maru hier. Nein, nicht Maru, Freunde. Maru, El, Toxi, der Pablo, Son. Was, Leute? Willkommen zu einem neuen One Piece Fighting Path Video, beziehungsweise zum allerersten Summoning Video, Freunde. Warum es so lange gedauert hat, Freunde, bis ein Summon Video kam? Folgende Geschichte. Ich habe angefangen gehabt mit dem Game und da war der Mihawk-Banner draußen. Ihr seht schon, Mihawk habe ich auch schon gepullt. Ist aber ziemlich spontan entstanden. Wir haben hier und dort in den Streams den einen oder anderen Single gemacht, auch Multis. Ich werde es euch auch alles in dem Video sozusagen irgendwie versuchen zu zeigen bzw. zusammenzuschneiden, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, wenn da Twitch-Highlights etc. kommen. Vorweg, es hieß, dass ein Kusan-Banner kommen sollte und dementsprechend haben wir alle gewartet. Ich habe drauf gewartet, aber so wie es aussieht, wird dieser Banner erst in einer Woche bzw. frühestens am 30. Mai bzw. 1. Juli kommen. Kusan ist auch schon im Spiel, kann ich euch auch kurz ein Bild einblenden. Aber Freunde, wir werden heute für Ace pullen. Ich werde auch nicht all out gehen mit meinen Tickets. Ihr seht es hier im Shop, wir haben 96 Summon-Tickets. Dementsprechend werde ich sozusagen 2-3 Multis machen. Ace ist sozusagen in diesem Banner gefeatured, beziehungsweise hat sozusagen eine höhere Drop-Chance. Also wenn wir einen SS-Charakter ziehen, ist die Chance, dass es Ace ist, die liegt bei 80%. Wir können auch kurz nochmal reingehen, kurz nochmal reinschauen, was für Charaktere wir pullen können. Also wie gesagt, Mihawk habe ich schon gezogen in dem Multi. Anders ausgerastet, Freunde, Screenshot kann ich euch einblenden. War ein trockener Multi am Abend, war aber ziemlich nice. Crocodile ist noch in diesem Banner sozusagen oder noch am Start der SS-Charaktere. Enel und Ace, das sind so die einzigen, die man aktuell im Spiel hat. Es werden aber bestimmt noch einige mit der Zeit dazukommen. Können wir uns drauf freuen. Für mich persönlich, von den vier, die hier am Start sind, Mihawk haben wir, wie gesagt, schon interessant, Ace und Enel, Freunde. Enel würde ich sogar noch mehr feiern. Ich feiere den Boy und ich brauche einen guten Charakter von der Kategorie Gelb. Für bestimmte Raid-Battles etc. wird sich auf jeden Fall anbieten. Ich finde Enel einer der geilsten Antagonisten. Also storytechnisch sind wir auch kurz vor Skype hier. Da freue ich mich auch richtig drauf. Wir zocken sowieso Fighting Path eigentlich überwiegend auf Twitch. Also wenn ihr auch dabei sein wollt, schaut da gerne vorbei, Freunde. Jetzt habe ich lang genug gelabert. Ich würde sagen, wir machen 2-3 Multis. Wir gucken, was bei rumkommt. Ich hoffe, Leute, dass wir wenigstens einen SS-Charakter ziehen. Darunter natürlich im Idealfall Ace. Wenn nicht, Leute, spare ich mir natürlich die restlichen Tickets auf für Kusan. Da werde ich komplett all out gehen. Aber um jetzt, Freunde, ein bisschen die Finger zu beruhigen, ein bisschen zusammen, gehen wir in Ace rein. In den Banner von Ace. Ich bin gespannt, Freunde. Man konnte ihn ja schon im Tutorial anspielen. Auf Alabasta konnte man den auch anzocken und Moveset von ihm ist schon richtig spicy. Freunde, es ist Ace, es ist Ace. Wir labern nicht lange rum, wir legen direkt los. Oh Mann, Alter. Freunde, die Legendenzeichnung, was hauen wir raus? Was könnte zu Ace passen? Machen wir mal hier so ein schönes A wie Ace. Oder wir schreiben kurz seinen Namen hin. Man darf halt nicht absetzen, Leute. Sobald man absetzt. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, let's go. Komm schon. Ein SS-Charakter wäre doch ganz spicy, Freunde. Und wir haben Zoro, nice, nehme ich an. Die Animation, muss ich auch sagen, in dem Spiel, guck mal, wie die Charaktere auftauchen, erscheinen, gefällt mir richtig gut, Freunde, gefällt mir richtig gut. Also, vorweg, um das Summon-System auch zu erklären, es gibt auch hier solche Puzzleteile, kennt man ja auch von My Hero, aber ich finde es hier nicht ganz so schlimm. Okay, Ruffy, wir ziehen einfach Ruffy, wow. Nice. Oh, Leute, es sieht nicht so nach aus, als würde hier ein SS-Charakter droppen. In diesem Multi. Oder vielleicht noch The Dreams? Please! Nein. Schade, Freunde, schade. Schade, schade, schade. Bin jetzt schon enttäuscht. Ich dachte mir so, das wird so ein Multi und ich kriege hier nochmal den Charakter raus. Also wir kriegen hier Ace und dann ist es gut, aber ich muss wahrscheinlich noch tiefer in den Banner gehen, Freunde. Ich meine auch, die Zeichnung macht nicht wirklich einen Unterschied. Aber das ist halt immer so schwer zu sagen. Also wenn es keinen Unterschied macht, warum führen die dann sowas ein, Mann? Das triggert dann so ein bisschen. Okay, Smoker haben wir bekommen. Puzzleteile aber auch nur davon. Puh. Man muss halt sagen, es besteht halt allgemein eine Chance von 1,3% einen SS-Charakter zu ziehen. Also ist nicht wirklich hoch, aber die Plays, okay, wir haben Along bekommen. Wie cool, der kommt einfach, das meine ich, Leute, wie cool das animiert ist. Der kommt hier nicht einfach nur reingelaufen, sondern der kommt wie ein Fischmensch aus dem Wasser rausgesprungen mit seiner Nase hier. Das ist geil gemacht, feier ich.
Mr. One, auch ziemlich cool. Ich glaube, der hat einen ganz guten Support, Mann. So gerade für PvP vielleicht interessant. Ah, okay. War wieder nichts, Leute. Wenn ich im Stream bin, wenn ich was aufnehme, ziehe ich nichts. Und sobald ich einen Multi mache, offscreen, direkt Mihawk. Letzter Multi, Freunde. Im Ace-Banner. Die restlichen Tickets werde ich mir halt aufsparen für Kusan, Freunde. Sobald der draußen ist, wird es da auf jeden Fall auch ein Summoning-Video geben. Ich glaube, wir werden da auch Live-Summons einfach machen, würde ich sagen. Lade ich aber natürlich auch auf YouTube hoch. Ich zeichne irgendwas, Freunde, ich weiß es nicht. Verzweifelt, Hauptsache irgendwie, man bekommt da irgendwas Gutes raus. Foxy, okay. Auch nicht schlecht. Let's go. Weiter geht's, komm bitte. Einer muss doch wenigstens am Start sein, ey. Wie oft kriege ich ein Puzzleteil von Mr. One, Mann? 4, 5 Mal? Ich mache noch einen Single, Freunde. Das kann ich nicht auf mir ruhen lassen. Das geht nicht. Das sind die maximalen Shafts. Das kann einfach nicht sein. Oh mein Gott, ich dachte gerade, da kommt was Krasses jetzt. Nee. Soll ich noch einen Multi machen, Freunde? Das ist so immer dieser Struggle. Man hat ja genug Tickets, aber... Ich darf nicht, Freunde. Ich darf nicht. Komm schon, Ruffy. Spiel. Bitte. Bitte, 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 bitte. Okay, nehme ich an, Nico Robin. Aber ich dachte gerade echt, es wird ein... Goldener Char, Leute. S. Kein SS, Freunde. G. G. Captain Black. Ja, stark. Damit, Leute. Maximaler Chef. Ja, das war's, das war's. Das tut weh, wirklich. Also weiter werde ich nicht pullen. Unter die 50 Tickets will ich nicht kommen. Wir werden dann auf jeden Fall nochmal All-Out gehen bei Kusan. Wie gesagt, wenn der Banner kommt, aber dammit, Alter. Schade, Mann, schade. Da hatte ich jetzt schon so ein bisschen Dreams gehabt. Aber Leute, so kann es gehen. Ich muss auch sagen, man kriegt hier doch relativ gut die Tickets. Ihr seht, wie viele ich habe. Ich habe auch eigentlich gut gespart. Bis auf hier und dort mal wieder ein Multi rausgehauen. Aber im Großen und Ganzen kommt man eigentlich gut auf die Tickets. Zum Pullen dementsprechend sind halt die Raids halt... Naja, so viel dazu, Freunde. Freunde, wir befinden uns hier auf Twitch in One Piece Fighting Path. Die Finger zittern, wir warten immer noch alle auf den Kusan-Banner, aber ich werde jetzt ein, zwei Multis machen. Freunde, ich bin heiß, ich bin aufgeregt, wir machen den ersten Multi. Komm in die Nase bohren. So, jetzt, wir zeichnen hier einen schönen Kreis, oder? Was zu essen, Digga, das wird Ruffy gefallen. Komm, let's go. Jawohl, guck mal, der hat schon glänzende Augen. Was? Foxy, Digga. Ich glaube, ich habe den schon durch diese Puzzleteile bekommen. Ja, ist okay, ist okay. Ich glaube, wird sogar für PvP ab und zu des Öfteren genutzt, weil er echt einen guten Support hat, glaube ich. Oder generell die Leute stunnen kann, also richtig annoying ist. Oh, bitte. Ah, Digga, was kommen solche Trash-Chars? Corby, Digga, ich hab den doch schon von der Story bekommen. Ich glaube, bei einem anderen Charakter müsste was... Alvida, Digga, komm. Der Multi ist, glaub, Shaft. Die drücken es mir gerade richtig rein. Along, okay, Along ist cool. Captain Morgan. Nami, okay. Haben wir aber auch schon. Hey, Mann, aber da ist gefühlt kein wirklich neuer Charakter dabei, Mann. Aber wie cool das ist, wie die so vorgestellt werden, die Charaktere. Gefällt mir richtig gut. Auf dem letzten Slot nochmal Nami und Viper.
My heart, es tut weh, Freunde, es tut weh. Ich muss was anderes zeichnen. Please, gib mir einen neuen, wenigstens einen neuen A-Character oder S-Character, meine ich. S oder SS. Muss schon jetzt drin sein, bitte. Wir zeichnen einfach eine Z. Gunford Sanji. Digga, Chef. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja, okay. Die Nami ist aber cool. Die Nami ist aber cool. Ich glaube, die ist sogar... Ist die S? Ja, die ist sogar S. Okay, immerhin. Es tut trotzdem weh. Naja, kommt nichts mehr, Alter. Ja, okay. Zoro Dupes annehmen. Mitnehmen. Guck mal, wie cool, Digga. Wie cool. Parts, Alter. Lorena Zoro. Und auf dem letzten Slot wieder Foxy, Alter. Schade, Freunde, schade. In dem Sinne, Leute, der gebrochene Maru El Toxi verabschiedet sich. Ich hoffe, das Summon-Video hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Ich werde Ace und Enel schon noch ziehen, glaubt mir. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Maru Toxi. Ciao.